In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Zotero Literatur verwalten und dann damit auch in einem Textverarbeitungsprogramm wie Word arbeiten kann. Zotero ist ein Literaturverwaltungsprogramm wie andere auch. Es gibt auch Citavi und EndNote. Zotero kann auch nicht mehr als diese Programme, aber es gibt dennoch gute Gründe, mit Zotero zu arbeiten. Und zwar ist Zotero plattformübergreifend und steht für Mac, für Windows und auch für Linux zur Verfügung. Und der wichtigste Grund ist für mich, dass es Open Source und vollständig kostenfrei ist. Also nicht mal nur so, dass die Universität für mich die Lizenz bezahlt. Es braucht überhaupt keine Lizenz, weil das Programm von einer Community von Idealistinnen entwickelt und eben tatsächlich frei zur Verfügung gestellt wird. Und schließlich ist es möglich, kollaborativ zu arbeiten mit sogenannten Zotero Groups. Kann man sehr bequem von verschiedenen Standorten gemeinsam an einer Bibliothek arbeiten. Wie genau, möchte ich später auch noch in diesem Video zeigen. Wir brauchen im Wesentlichen drei Dinge, um mit Zotero sinnvoll arbeiten zu können. Zunächst mal das Programm selbst. Ich empfehle ein Chrome-Plugin und auch noch ein Word-Plugin, dass wir dann auch unsere Literaturverzeichnisse und Verweise in unseren Texten, die wir schreiben, bequem erstellen und verwalten können. Und wie genau so ein Workflow aussieht, möchte ich im Folgenden zeigen. Aber zunächst mal hier, also unter Zotero.org, wo wir uns das Programm runterladen können, und wir sehen hier eben Available for Mac, Windows und Linux. So sieht das dann aus. Das ist meine Bibliothek, die ich schon seit einer Weile pflege und die dementsprechend auch schon recht viele Einträge hat. Überall, wo wir hier diese Dreiecke haben, habe ich auch tatsächlich schon ein PDF hinterlegt, und allein schon dafür lohnt sich, mit Zotero zu arbeiten, weil wir damit unsere vielen, vielen PDFs, die wir alle auf unseren Festplatten rumfliegen haben, an einem zentralen Ort verwalten können. So, ich lese also einen Beitrag gerade hier von Spitzmüller 2013 bei Metapragmatik, und ich sehe hier einen Aufsatz, der mich interessiert, von Squires über In-Registering Internet Language, erschienen in der Zeitschrift Language and Society. Ich kopiere mir das einfach mal raus und suche das hier über Google und sehe schon gleich hier den ersten Treffer. Hier ist der Aufsatz, der mich interessiert. Und wenn ich nun das Chrome-Plugin installiert habe, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann habe ich hier oben rechts dieses Icon. Und wenn hier das als so eine Art Text erscheint, dann heißt es, dass Zotero Zugriff auf diese Webseite hat, wie es heißt, und direkt die Daten von dem Aufsatz rüberziehen kann. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man, dass er auch tatsächlich gleich das PDF in meine Bibliothek reingespeichert hat. Hier ist der Aufsatz. Wir sehen, dass es erkannte Zeitschriftenartikel, hier in welchem Band, welche Ausgabe, die Seitenzahlen, das Datum und so weiter, das Abstract hat er sich auch automatisch gezogen, und das Allertollste eben, dass er hier auch tatsächlich das PDF schon als Volltext hat. Ja, das zieht er sich automatisch, was hier über die DOI eben hinterlegt ist. Natürlich muss man dazu im Uninetz sein, dass man eben die Lizenz hat für diese Zeitschrift, aber das geht ja auch zum Beispiel über den VPN-Client von zu Hause aus. Wir hätten auch die Möglichkeit, wenn wir mal nur die DOI zum Beispiel zur Verfügung haben, nach der DOI zu suchen, dann können wir hier über dieses Icon die eingeben, und dann passiert genau das Gleiche, wobei er dann hier aus einem Grund, der mir nicht ersichtlich ist, das PDF nicht sieht. Ja, es funktioniert nicht immer ganz so reibungslos wie in diesem Fall, dass er sich alle Angaben holt, manchmal fehlen die Seitenzahlen oder was, aber es ist immer noch besser, zumindest im Teil sich das automatisiert eintragen zu lassen, als alles von Hand einzutragen. So, und ich habe jetzt dann also hier ein Word-Dokument und möchte einen Text schreiben über Internetsprache und fange also an, die sogenannte Internetsprache.
Und wenn ich mein Word-Plugin für Zotero installiert habe, ich zeige hier nochmal, hier gibt es so verschiedene Plugins, nicht nur für Word, sondern auch für OpenOffice und sogar in Google Docs können wir mit Zotero arbeiten. Und ich möchte jetzt hier also einen Literaturverweis einfügen auf genau diesen Aufsatz von Squires. Hier kann ich hier auf dieses Icon drücken, Add a Citation. Und jetzt muss ich zunächst mal einen Citation Style aussuchen. Wir können da ganz unterschiedlich unsere Literaturangaben gestalten. Und da gibt es verschiedene Vorgaben. Vorinstalliert sind ein paar, zum Beispiel das hier von der American Psychological Association. Wir nehmen das jetzt auch einfach mal. Und suchen jetzt nach Squires. Da haben wir es. Und wenn ich jetzt meinen Text geschrieben habe und ich möchte ein Literaturverzeichnis erstellen, kann ich das auch so machen. Und jetzt hat er also tatsächlich hier die ganzen Angaben drin. Das ist nun nicht ganz unbedingt den Richtlinien entsprechend, wie ich sie gerne habe. Ich mag nicht so gern, wenn die Vornamen abgekürzt werden. Ich empfehle einen Style, der vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim zur Verfügung gestellt wird. Die haben einen sehr schlanken, aber vollständigen Zitationsstil. Und man kann in Zotero alle möglichen Stile reinladen. Man kann das über die Document Preferences dann hier auch wieder einstellen. Ich habe diesen Stil bei mir schon. Es ist eine Sache zu beachten bei dem Style, wie er direkt vom IDS zur Verfügung gestellt wird, die haben diese blöde Eben-da-Regel, dass wenn man einen Aufsatz zum zweiten Mal zitiert, dass dann nicht vollständig aufgeführt wird, die Literaturangabe, sondern nur eben da. Das möchte ich nicht, deswegen habe ich das umprogrammiert. Einfach deutsche Sprache ohne eben da. Ich stelle den Style auf meiner Homepage zur Verfügung und unten in der Kommentar, in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ich zeige es hier auch mal eben. Hier unter Lehrmaterialien fußballlinguistik.de kann dieser Style runtergeladen werden. Ich suche den also aus, deutsche Sprache ohne eben da. So sieht es jetzt aus. Wir haben die Möglichkeit, auch noch direkt hier in der Angabe ein paar andere Dinge unterzubringen. Zum Beispiel können wir Seitenzahlen angeben, wenn sich das nur auf Seite 480 befindet. Und wir können auch sowas Vergleiche kritisch oder hier Vergleiche kritisch. So. Wir können auch noch eine zusätzliche nehmen wir an. Ich möchte auch noch Spitzmüller genau diesen Aufsatz zitieren. So, jetzt sehen wir, dass das auch gleich in der Bibliografie, die immer automatisch hinzugefügt wird, auch gleich automatisch an der richtigen Stelle eingefügt wird. Es gibt wirklich gute Gründe, mit so einem Hilfsmittel zu arbeiten. Stellen wir uns vor, wir haben den Eintrag Squires automatisch eingetragen und haben uns vertippt. Und wir haben schon die ganze Zeit im ganzen Text immer schon auf Squires verwiesen, stellen aber fest, Mist, die Dame heißt ja Squares und nicht Squires. Dann könnten wir jetzt, wenn wir klassisch vorgehen, jede einzelne Literaturangabe aufsuchen und das manuell verändern. Es ist aber natürlich auch möglich, das direkt hier zu machen. Wir ändern einfach hier das in Squares und schauen mal im Text. Müssen wir es refreshen und wir sehen, dass es jetzt hier automatisch angepasst wurde in der Literaturangabe im Fließtext und genauso hier unten im Literaturverzeichnis. Es ist bestimmt ein Aufwand, sich anfänglich mal mit Zotero zu beschäftigen und sich da reinzuarbeiten in die verschiedenen Funktionen, aber es ist nicht kompliziert und es erleichtert dann einem die Arbeit ungemein, weil man wirklich unglaublich viel Arbeit spart und auch dieses leidige am Ende darauf achten, habe ich alle meine Literaturangaben und Angaben im Literaturverzeichnis in dem einheitlichen Format. Diese Arbeit wird überflüssig, weil Zotero immer automatisch dafür sorgt, dass diese Einträge einheitlich sind. Es gibt
nicht bei allen Büchern und Aufsätzen die Möglichkeit, das so direkt über das Plugin zu tun. Ich habe schon gezeigt, dass wir hier diesen Magic Stick haben, wo wir dann hier DOIs eingeben können. Wir können auch ISBNs eingeben, aber ich möchte noch eine Sache zeigen. Nehmen wir mal an, wir möchten gerne Max Weidacher Internetlinguistik und unsere Literaturdatenbank aufnehmen. Zum Beispiel hier Amazon. Amazon stellt auch Metadaten zur Verfügung, die von Zotero ausgelesen werden können. Wenn ich das jetzt so mache, dann hat er tatsächlich hier das Buch. Wir finden jetzt hier einen kleinen Fehler, nämlich Nahfranke Attento ist die Verlagsgruppe, aber das Buch ist tatsächlich nur im Nahverlag erschienen, aber das lässt sich ja leicht anpassen. Eben genauso können wir auch die ISBN hier hernehmen. Aus Google Books lässt sich genauso auslesen. Also wenn wir in Google Books ein Buch suchen, ist es auch von Zotero auslesbar und von verschiedensten anderen Standpunkten auch. Dass wir also eigentlich kaum noch wirklich von Hand Literatur erfassen müssen. Dann möchte ich noch erwähnen, dass es die Möglichkeit gibt, eben mit Groups zu arbeiten. Wir können hier unter Zotero Groups, ich habe hier selber eine Group, die sich Fußballlinguistik nennt, die eben Einträge zum Thema Sprache und Fußball versammelt, die von mir und Kollegen bespielt wird. Die ist im Netz einfach so verfügbar. Man kann nur als von mir freigeschalteter Nutzer wirklich direkt dazu beitragen. Aber jeder kann eben, wenn er möchte, seine eigene Gruppe anlegen. Wenn man kollaborativ in einem Projekt arbeitet, kann es sehr sinnvoll sein. Denn wenn ich jetzt diese Group Library dann aufrufe, ich habe auch hier versucht, mal einzelne Tags zu vergeben. Wenn ich mich also für französische Fußballsprache interessiere, kann ich hier direkt danach suchen. Ich interessiere mich für Live-Kommentar und sehe hier also doch immerhin 27 Studien dazu. Das ist nun, wie es im Netz zugänglich ist. Das Ganze wird aber bespielt aus dem Programm Zotero selbst heraus. Man muss sich ja einen Account zulegen, kostenfrei, und man kann dann das so verknüpfen, dass es dann hier über diesen Sync-Button automatisch synchronisiert wird mit den Daten im Netz. Ja, also das ist auch noch eine Möglichkeit, wenn man gemeinsam arbeiten möchte, und eine herzliche Einladung, meine Bibliografie zu nutzen. Auch Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt haben auch thematisch strukturierte Bibliotheken, die sie öffentlich zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Translationswissenschaft macht Oliver Chulo in Leipzig und verschiedene andere mehr. Das ist Zotero, ein erster kleiner Einblick, wie man damit arbeiten kann, und eben vor allem für Hausarbeiten, spätestens für Abschlussarbeiten, die länger sind und die sehr, sehr viele Literaturangaben umfassen, ist es meine dringende, dringende Empfehlung, so eine wunderbare Ressource wie Zotero zu nutzen. Das wär's für heute. Viel Spaß beim Nachmachen.